Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play hier auf dem Unigelände. Ich muss hier mich erstmal nochmal orientieren. So, warte mal. Du hast einen Unterricht. Um 12. Okay, du hast dann gleich anschließend nochmal einen Unterricht und kannst den dann aber auch gleich besuchen. Das ist gut. Du bist dann, glaube ich, fertig mit deinem Unterricht. Genau. In 2 Tagen ist Abschlussprüfung. Und du bist wieder komplett... Ja, bei dir ist wieder alles... Ach Gott. Hast du irgendwas, was dir Spaß machen könnte? Du hast hier... Das hier hast du bei dir. Hunger, du müsstest aber... was essen. Ach Gott, okay, du gehst dann gleich mal nach Hause und isst dann mal eine Käseplatte. Und dann wirst du hier benutzen. Nee, dann wirst du hier einfach schnell spielen. Ein... keine Ahnung was. Und dann musst du eh schon wieder... Ich glaube, du musst beim Essen dann eh schon wieder reingehen. Okay, so, du bist komplett fertig. Fix und fertig. Frage ist jetzt nur, wen nimmst du denn? Nimmst du ihn? Walter Fullmann. Sehr laute Vorstellung. Okay. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite. Ah ne, warte mal. Warte. Du brauchst nicht darüber zu laufen. Du nimmst einfach Skip her. Hallo? Sehr laute Vorstellung. Paris Thunderbolt hat Gloria Hope zu einer Party eingeladen. Nee, lass mal. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal nicht. So, warte mal. Sehr laute Vorstellung. Aha, 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 aha. Okay, spezial. Einschüchtern. Oh. Mehr? Hallo? Ich möchte trinken. Alter, wieso muss ich mich zuerst vorstellen? Was soll denn das? Okay, warte mal. Warte. Barsch begrüßen, freundlich begrüßen oder freundschaftlich begrüßen. Mädel, ich hab Durst. Ich brauche sofort was zum Saufen hier. Sehr. Carol Chen. Sehr schön. Trinken. Sehr schön. Passt. Ausgezeichnet. So, dann, warte mal, falscher Knopf. Dann gehst du jetzt hier zu deinem nächsten... Anita Hope ist scheinbar nicht interessiert, die Beziehung zu kitten. Da hat sie entschieden, die Verbindung aufzulösen. Das romantische Verhältnis ist beendet. Das romantische Verhältnis ist beendet. Keinen Ruf. Ja, Trotzlöffel. Eine Romanze, null aktiv. Wow, insgesamt Betrug. Sie ist eigentlich voll brav. Sie hat nie betrogen. Was macht sie? Bitten einfach nur befreundet zu sein. Oh. Okay, wir kriegen das jetzt noch mit. So, was sagt er? Wir haben viel gemeinsam, toll. Aha. Ja, ich weiß nicht, so unbeliebt. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier irgendwas machen? Kann er vielleicht irgendwie... Schau mal, er ist ja hinterhältig. Müsste ja eigentlich so... entschuldigen. Genau. Er muss sich jetzt mal zusammenreißen und sich einfach mal entschuldigen bei ihr.
Weil erstens mal, er hat Kinder mit ihr, wobei die Kinder werden ihm wahrscheinlich scheißegal sein. Aber er möchte ja eigentlich seinen Spaß im Leben haben. Und wenn sie total stinksauer auf ihn ist, oh, viel von Training schwärmen. Okay, viel machen kannst du nicht. Musst du nicht eigentlich zum Unterricht? Mhm. Oh, du musst zum Unterricht. Geh zum Unterricht. Du doch auch. Junge, du musst sowieso zum Unterricht. Alter, geht's noch? Hopp, 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 hopp. So. Sollten wir nicht eigentlich Schummelzettel schon machen können? Nein. Das können wir dann erst morgen machen. Macht aber auch nichts. Macht rein gar nichts. So. Du bist fertig mit deinen Sachen. Okay. Hygiene, Energie. Ja, ist fix und fertig. Okay, okay, okay. So, Ben, möchtest du nicht irgendwie hier so dich duschen und dann hier ein bisschen sauber machen und so? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Eigentlich könnte man hier auch Hilda aufstellen, gell? Hier. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die ist. Bone Hilda. Dam, 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 dam. Ich habe keine Ahnung. Wo könnte die denn... Ich habe keine Ahnung, wo Bone Hilda drin ist. Puh. Wo könnte die denn wirklich drin sein? Bei Hobbys? Nee. Gartendeko. Das ist sicher auch nicht drin. Jetzt wäre ja die Suchfunktion von Sims 4 ganz praktisch, gell? Wo haben wir hier eine Bone Hilda? Warte mal, wir haben hier Dekoration irgendwo, gell? Deko. Ist sie nicht bei Skulpturen oder so dabei? Da! 3.999 Simoleons. Ist klar. Ja gut, ist mir aber egal. Wir haben hier so... Irgendwie anders hinstellen. Da könnte man dich hinstellen, gell? So, das heißt, wir haben jetzt eine Bone Hilda. Und die wird er dann erwecken, damit die mal hier sauber macht. So, wie geht's dir? Wenn du nach Hause kommst, gehst du dann auch erstmal duschen. Dann musst du hier mal ein bisschen Billard mitspielen. Okay, warte mal, das muss ich erstmal hier debuggen. Ich weiß nur hier, Objekte zurücksetzen, Debug-Enabler. Das hier, Wert setzen, unsichtbare Sims reparieren, teste Menüinteraktion, Objekt. Toggle, Reset. So, ja, jetzt geht's wieder. Das heißt, du kannst dann spielen. Wenn du daheim bist, ja, du solltest eigentlich dich irgendwie hier so ein bisschen, du könntest ja dann, nee, du bist aber hundemüde, oder? Weißt du, du möchtest einen attraktiven, vielleicht solltest du ja wirklich mal zur Bibliothek gehen und da lernen. Hallo? Warte mal, du gehst erstmal hier zur Bibliothek. Vielleicht findest du ja doch hier irgendwen. Warte mal, was ist du? Du bist nach Hause. Du musst schlafen gehen. Du musst einfach nur schlafen gehen. Einfach nur böser Traum. So.
So, Bonehilda erwecken. Komm schon, komm schon. Nee. Aha, okay, das haben wir jetzt gar nicht gesehen. Aber hier ist schon Bonehilda. Hallo Bonehilda. Machst du bitte sauber? Plaudern, entlassen. Okay. Hat Lust zu lesen bekommen. Okay, hier ist aber niemand, gell? Wieso ist hier mal alles leer? Das verstehe ich nicht. Ah, wo ich doch, es kommen hier ein paar Leute. Finde ich dich attraktiv? Finde ich dich attraktiv? Finde ich dir irgendwie inattraktiv? So, Steve Texas. Freundschaftlich begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Ich muss doch irgendwen attraktiv finden, oder? Oder bin ich jetzt verdammt für immer eine alleinerziehende Mutter zu sein? So, duschen, benutzen. Getrunken haben wir. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch einfach nur schlafen. Böser Traum. Es ist zwar relativ früh, aber... Oh. Wen findest du denn attraktiv hier? Wen findest du attraktiv? Wen findest du attraktiv? Bewertung. Kann ich das nicht irgendwie verschieben hier? So. 100, 205... Weil attraktiver Sim in der Nähe. Toll. Und wer ist attraktiv? Glückwunsch. Ist egal, was die anderen sagen. Ich finde dich heiß. Sache sich, sie ist lesbisch. von Blair. Ah, okay. Ihn findest du attraktiv. Romantisch. Freundlich. Einschlagen. Frage-Sim nach Alter. Frage, ob Single ist. Frage, kennenlernen. Attraktivität gegenüber. Alles, Bedürfnis nach Sport. Geistergeschichte erzählen. Schulhimmel nach Sternzeichen fragen. Nach sexueller Neigung fragen. Schlecht über Alexandre sprechen. Okay, du bist noch nicht über deinen Typen hinweg. Regenrinnen, Tintenflexide, das anplaudern, plaudern. Okay, so, dann wirst du dich einfach mit ihm hier jetzt unterhalten. Was ist mit dir? Du schläfst. Du gehst auch schlafen und du schläfst auch schon. Okay, das heißt, ich kann mich hier voll und ganz... Ich bin 9 Tage jünger als du. Eigentlich kann mir das ja egal sein, oder? Ja. Anita hat davon, dass Blair Single ist. Oh, wow. Das ist ja praktisch. Oder? Hier. Blair hält Anita für sozial. Echt? Wirklich? Cool. So, Glückwunsch. Haben wir hier noch irgendwas? Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich finde, ich heiße... Oh, cool. Anita, wenn du Blair atemberaubt... Oh, vielleicht ist das ja die Liebe fürs Leben. Alter, wie blass bist du denn? Wow. Okay. Die Sternzeichen sind kompatibel. Wie geil ist das denn? So, Witz erzählen. Extremes Buch, keine Ahnung. Verabschieden, Gruppe gründen, Handtrank, romantisch, Lernkörper. Weißt du was? Ich möchte dich aber zuerst mal besser kennenlernen, weil ich habe einen Fehler bei Alexandre gemacht, dass ich mich habe viel zu früh ist bisexuell. Oh. Okay. Ist mir aber auch egal. wir dürfen das Sport ausdrücken, Frage sind nach Alter, Geld mitten nach Hause einladen, Schulhymne.
Asim Vidor. Tuni Murfa. Yella Jiga. So, ich muss dich auf alle Fälle besser hier um Schutz bitten. Ich muss dich besser kennenlernen zuerst, aber ich kann dich gleich mal um Schutz bitten. Arna, Nikaya Janzo, Laderna Viv, Benuefna, Malevna. So, wir können hier aufs Klo gehen. Oh, wir können hier aufs Klo gehen. Haben wir hier Mantel- und Weibeltür? Ja, verdammt. Es geht nicht. Oder kannst du das hier rumschmusen? Okay, du kannst hier nur mit Weibern rumschmusen und nur mit Weibern Techtelmechtel machen, ja? Ja, dann. Ist es eher nicht so gut. Sternzeichen von Steve's Text. Das ist Blair küssen. Okay, warte mal. Hände waschen. Blair. Hallo, Blair. Überschwänglich dich küssen. Verliebt im Arm, Techtelmechtel flirten. Koketter Witz. Oh. Bitten in die Sterne zu schauen. Oh, wie süß. Wie süß. Okay, wir werden dich dann überschwänglich küssen. Ich bin jetzt nur aufs Klo gegangen, hab mir die Blase entleert, jetzt meine Hände waschen und dann werde ich dich überschwänglich küssen. Und finde das so witzig. Ey, wo gehst du denn hin? Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Warte doch. Also die Bibliothek ist ein guter Hinweis, wo man... Oh. Okay, du schläfst noch. 22 Uhr, das passt aber. Hoffentlich bist du kein Glück... Oh nein! 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 Es tut mir leid! Ah! Es tut mir leid! Mach Geld mit... Warte mal! Kann ich bitte irgendwie entschuldigen? Blöd, Anita für etwas gruselig... Entschuldigung. No, es tut mir so leid. Okay, es ist seltsam. Okay. So, dann werde ich mich jetzt erstmal verabschieden von dir und gehe dann mal nach Hause, was essen. Nach Hause gehen, was essen. Von meiner Käseplatte. Und dann gehe ich schlafen. Alter, es tut mir so leid. Mann, ich dachte, das geht. Da steht aber offensichtlich nicht drauf. Hä, wo ist denn der jetzt? Da ist er. Naja, gut. Wir haben es zwar ein bisschen verkackt, aber was soll's, gell? Oh. Jeffrey Dean. Wen haben wir denn hier alles? Oh, wer ist das dann? Ach so. Anne Connors. Also hier laufen echt viele Said, Norm. Oh. Was machen die denn? Ich glaube, das ist ein Professor oder so. Ja, ich bin echt gespannt, wie wir hier auf der Uni abschließen werden. Da bin ich echt gespannt. Vor allem, wir haben jetzt 2 Wochen hinter uns. Ich glaube danach... Na gut, okay, das ist bei jedem Sim unterschiedlich, ja? Je nachdem, wie viele Punkte er gemacht hat, glaube ich. Wie gut oder schlecht derjenige dann abgeschlossen hat. Alter, wofür haben wir denn jetzt Bonehilda eigentlich? Hallo? Wo ist denn Bonehilda überhaupt? Ah, sie macht's eh sauber. Hallo, daneben wäre es auch noch dreckig. Sie geht aber erstmal das Bett machen, okay. Gut, dann halt nicht. Ja, also, Anita hat eventuell ihren Stern für immer gefunden, so auf die Art. Ach, du räumst gleich alles weg. Logische Trugschlüsse, die man tatsächlich glauben kann. Okay. Ja, Anita hat vielleicht wirklich, wie gesagt, ihren Mann fürs Leben gefunden. Mal gucken, wie das weiterläuft.
Mal gucken, mal gucken. Ich meine, schön wäre es schon für ihr, weil ich bin ja selber eigentlich auch so ein Typ, der möchte eigentlich wirklich heile Welt haben, nur heile Welt gibt es heutzutage nicht. Also, aber man kann ja das Beste draus machen. Und Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So, es ist 1 Uhr morgens. Ja, ich werde jetzt hier wieder einen Cut machen. Was stand da? Was stand da? Scheiße. Was ist mit dir? Wolltest du sauber machen? Oh! Was habe ich? Nein! Wieso ist Hannah vergeben? War Hannah schon die ganze Zeit vergeben? Ich weiß es nicht mehr. Na wurscht. Ich mache hier jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.